Jetzt kann ich mir auch gut vorstellen, warum Fauch immer nur kichert und sonst nichts sagt. Er ist ja immer dann anscheinend immer der Leidtragende von diesen ganzen Tests hier. Wir würden gerne mal sehen, wie der Boxhandschuh funktioniert. Sofort! Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns im Firmenwappen. Lasst mich raten! Kaum dreht man sich mal um, trifft man schon wieder einen zufriedenen Kunden? Richtig! Jetzt hören Sie mal zu. Auf einen einfachen Knopfdruck hin kloppt dieser Handschuh Ihrem völlig überraschten Gegenüber den Schmalz aus der Birne. Der Typ am falschen Ende dieses Wundergeräts sieht garantiert Sterne. Flapp jedes Mal. Prügeln Sie drauf los, so viel Sie wollen. Dieser Handschuh hält garantiert länger als die Köpfe Ihrer Opfer. Schlag auf Schlag auf Schlag. Sehen Sie her. Aua. Der arme Fauch. Och, ja. Da konnte ich doch gerade was machen, oder? Hallo Jungs, wie läuft das Geschäft? Schmerzhaft. Das ist doch schön. Machen wir das nochmal? Kann ich nochmal den Handschuh vorführen? Kommt sofort. Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns im Auftragsbuch. Ich dachte, das war im Firmenwappen. Hören Sie zu. Auf einen einfachen Knopfdruck hin kloppt dieser Handschuh Ihrem völlig überraschten Gegenüber den Schmalz aus der Birne. Der Typ am falschen Ende dieses Wundergeräts sieht garantiert Sterne. Flappt jedes Mal. Sehen Sie her. Ja, der ist ein bisschen stark eingestellt, ne? Okay, hier, guck mal. Ich bin sicher, wo die herkommen, gibt es noch viel, viel mehr davon. Aha. Sag mal, Sternchen, ja? Sterne. Okay. Warte mal, da hat man ja noch... Wir sind wieder da. Schön, Sie wiederzusehen. Sie beide sind ziemlich dauerhafte Dauerkunden. Das Parfüm? Können wir uns mal die Blume ansehen? Freunde, das hier ist keine stinknormale Spritzblume. Warum sollten Sie Ihren Kumpel mit popligem Leitungswasser anspritzen, wenn Sie so viel mehr Spaß haben können mit einer Ladung extra starker Säure? Zeig's Ihnen, Fauch. Der arme Fauch. Okay, das scheint doch ausgeglichen zu sein, weil diesmal hat's Fauch nicht erwischt. Das Pulver sieht interessant aus. Das ist unser patentiertes Schüttel- und Schäl-Juckpulver. Klar, zum Jucken kann einen alles Mögliche bringen. Aber nur unser Pulver hat einen besonderen Zusatzstoff. Den Leprasin-B-Komplex. Ich garantiere persönlich dafür, dass es mehr als nur ein bisschen juckt. Bereit, Fauch? Die geben es sich ja richtig böse. Tja, Jungs, ich fürchte, ich muss wieder los. Ich finde es jedes Mal traurig, wenn Freunde sich verabschieden. Besonders, wenn sie noch nichts gekauft haben. Kommen sie bald wieder. Ja, pass auf, hier können wir Knöpfchen drücken. Stört es euch, wenn ich kurz mal eure Präsentmaschine ausprobiere? Es würde mich allerdings stören, mein Freund. Diese Maschine ist für unsere zahlende Kundschaft bestimmt. Aber ich bin doch ein zahlender Kunde. Erinnert ihr euch denn nicht mehr vor ein paar Tagen? Da habe ich doch diesen ganzen Kram gekauft. Gekauft? Nö. Aber ich sage dir was, mein Sohn. Zeig mir einfach den Wackly-Kram, den du hier gekauft hast, und ich lasse dich gerne unsere Maschine benutzen.
Ah, okay. Das heißt, wir bräuchten noch irgendwie Wack-Me-Kram, ja? Was hat es mit den ganzen Bildern auf sich? Sie sehen hier die Menschen, die uns in der ganzen Welt am liebsten sind. Unsere zahlenden Kunden. Jedes Gesicht an dieser Wand gehört einem rundum zufriedenen Kunden. Ist das nicht ein glücklicher Haufen? Klar. Ja, zumindest diejenigen, die noch ein Gesicht zum Lächeln haben. Schau dir nur all diese zufriedenen Kunden an. Schau dir nur all diese zufriedenen Kunden an. Schau dir nur all diese zufriedenen Kunden an. Namensschild? Was? Abteilung? Ortchen Sicherheitsdienste? Amt für sanitäre Freizeiteinrichtung? Ah, guck mal hier, das ist doch wie von diesem Telefon in der Kneipe, ne? Ich glaube, das ist die Telefonnummer von dem Typen hier, oder? Warte mal, die schreibe ich mir mal eben auf. So, die Nummer ist notiert. Ja, dann würde ich sagen, können wir erstmal hier raus, ne? Sehr viel können wir ja nicht mehr machen da. Oh. Da, so sollte es gehen. Wer ist da? Ich bin es, euer Übelkeit. Ich bitte tausendfach um Verzeihung, doch ich spüre eine neue Präsenz in Niedlingen. Ich habe keine Zeit für neue Kaninchen. Ich habe zu arbeiten. Das ist kein Kaninchen. Ich habe ein solches Geschöpf noch nie zuvor gespürt. Verstehe. Ist es, gefährlich? Es scheint harmlos. Bis jetzt. Gut, aber beobachtet es weiter. Ich kann keine Störenfriede gebrauchen. Ich muss jetzt meine Maschine wieder aufladen für den nächsten Schlag. Jawohl, mein Herrscher. Oha. Okay, das heißt, die vermeintlichen Bösewichte wissen jetzt, dass wir da sind. Oh. Dann war der Tresor wieder. Perfekt, rundes Loch. Genau. Oberes Trickreich. Ja, dann gehen wir mal nach Obertrickreich. Achso, das ist gar keine Feuerwache, das ist. Ist ein. Ach, guck mal, das ist der auf dem Foto, ne? Der Wachmann. Hier, das ist ein. Boah, wie heißt das? Fitnesscenter so, ne? Reklame für einen Ratewettbewerb der Firma Wagme. Gratuliere, wenn Sie unsere Hotline anrufen und unsere fast unlösbaren Rätsel lösen, ist es soweit. Sie haben den Wack-Me-Wettbewerb gewonnen. Aber längst nicht jeder ist ein Gewinner. Ein gratis Produkt von Wack-Me gehört schon heute Ihnen. Zumindest in dem wahrscheinlichen, unwahrscheinlichen Fall, dass Sie all unsere Fragen richtig beantworten. Es stimmt wirklich, es gibt absolut keinen Haken an der Sache. Außer, dass Sie eben jede einzelne unserer abartig schweren Fragen zu unserer vollsten Zufriedenheit beantworten müssen. Wir bezweifeln es, aber glauben Sie es ruhig. Heute ist Ihr Glückstag. Rufen Sie jetzt an, um Ihren Gewinn zu erhalten. Oder um zumindest eine Menge Fragen vorgesetzt zu bekommen. Okay, Moment, die Nummer sollte ich mir auch mal notieren. So, die Nummer ist notiert. Was ist mit ihm hier? Entschuldigen Sie, Sir. Örtchen Sicherheitsdienst. Ich muss die Gentlemen bitten, von den sanitären Einrichtungen zurückzutreten. Ach ja? Oder was? Als professionelles Mitglied des Örtchen Sicherheitsdienstes unterliegt diese Spülung samt ihrer dazugehörigen Bauteile und Grundstücke meiner Rechtsprechung. Kurz gesagt, ich bin für Sie hier das Gesetz. In dieser Funktion bin ich ermächtigt, mit Übeltätern, Scharlatanen, Verbrechern, Attentätern, Sachbeschädigern, Widerlingen, Halsabschneidern und Spülungsschändern so umzuspringen, wie ich es für richtig halte. Das umfasst notfalls auch ein paar gnadenlos saftige Schläge an den Kopf mit einer Schaufel. Ich glaube, wir sollten lieber tun, was er sagt. Ich schwöre dir, wenn ich nicht zufällig so ein jämmerlicher Feigling wäre, würde ich ihn richtig fertig machen.
Verstehe ich das richtig? Sie bewachen dieses Häuschen? Korrekt! Niemand darf hier rein, bevor die Uhr zum Ende meiner Schicht schlägt. Trickreich Strafgesetzbuch Sektion 7 unter Paragraph 12. Aber was ist bei... Naja, Sie wissen schon, bei einem Notfall? Ein Notfall beim Schollenspülen? Schollenspülen? Ja, sicher! Was sonst kann man denn in einem Örtchen machen? Sir, ich muss Sie ernsthaft warnen. Ein Örtchen zu irgendeinem anderen Zweck zu betreten als zum Schollenspülen, würde als einschlägiges, vorsätzliches Toilettieren angesehen. Eine Straftat, für die ich Ihnen Schmerz zufügen könnte und würde. Hey, was sollten wir denn sonst wohl da drinnen machen? Stimmt's, Flax? Ja, also Schollen spülen, aber nicht auf Toilette gehen. Okay, auch öffentliches Toilettieren verboten. Wir dürfen da also wirklich nicht rein? Wir versprechen auch nichts dreckig zu machen. Sie können weder reingehen und etwas dreckig machen, noch reingehen und nichts dreckig machen. Was ist mit dreckig machen und dann reingehen? Wenn die Uhr von Trickreich schlägt, ist meine Wache zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt und keine Sekunde früher dürfen Sie und Ihr Freund zum Schollen spülen. Mann, das ist aber ein pflichtbesessener Wächter. Das kannst du wohl sagen. Nein, ich meine wirklich pflichtbesessen. Die Uhr von Trickreich ist kaputt. Die hat seit Jahren nicht mehr geschlagen. Himmel, das ist aber mal eine lange Schicht. Ich wette, er ist ganz schön fertig. Möglich. Außerdem ist er wahrscheinlich müde. Vielleicht ist er deswegen dann auch so gereizt, ja? Wachmann, ich wollte Ihnen nur mitteilen, wie beeindruckt wir von Ihrer gründlichen Arbeitsweise sind. Vielen Dank, Bürger. Und jetzt bitte weitergehen und... Allerdings halte ich es nur für fair, Ihnen mitzuteilen, dass die Uhr, auf deren Glockenschlag Sie zum Feierabend warten, Sie wissen schon, damit Sie heimgehen können zu Ihrer Familie, vielleicht etwas ausruhen, ein Fußballspiel anschauen, dass diese Uhr, naja, kaputt ist. Sie hat seit Jahren nicht mehr geschlagen. Seit Jahren! Deshalb war Ihre Wache eigentlich schon vor sehr, sehr langer Zeit zu Ende. Strafgesetzbuch von Trickreich, Abschnitt 3, unter Paragraph 17. Kein Bürger und keine Bürgerin darf wissentlich einen Wächter oder eine Wächterin des örtlichen Sicherheitsdienstes bei der Ausübung seiner oder ihrer Pflicht täuschen, betrügen, übers Ohr hauen oder hinters Licht führen. Hey, ich habe noch nie betrogen. Ich würde Sie nicht mal im Traum übers Ohr hauen. Sonst wird der besagte Wächter bzw. die besagte Wächterin eine große, unbehaarte Beule auf der Fontanelle des besagten Bürgers oder der besagten Bürgerin entstehen lassen. Einen schönen Tag noch, Meister. Ja, einen schönen, endlosen Tag. Oje, der ist aber stur und pflichtbesessen. Hören Sie, wir wollen nur ein paar Schollen runterspülen. Was ist daran so schlimm? Ich denke doch, ich habe deutlich ausgedrückt, dass die Schollenspülzeit vorbei ist. Kommen Sie wieder, wenn die Uhr von Trickreich zum Ende meiner Schicht geschlagen hat. Zu diesem Zeitpunkt werde ich genau 30 Minuten damit verbringen, zu meiner Behausung zu pendeln. Wo ich mich, nachdem ich mich vom einwandfreien und sicheren Zustand des Hauses überzeugt habe, zur Abendruhe zurückziehen werde. Bis dahin aber... Stehe ich vor diesem Spülettablissement hier Wache mit der selbstlosen Hingabe, die von einem Profi des Örtchen-Sicherheitsdienstes erwartet wird. Wie ist es mit Bestechung? Was könnte mich dazu verleiten, das Gesetz zu brechen und damit die unbefleckte Ehre des Toilettenwachdienstes zu besudeln? Mal? Die beruhigende Gewissheit, jemandem in Not geholfen zu haben? Bis später, Gentlemen. Netter Versuch, Kumpel. Schade. Ich dachte schon, ihr wolltet mir einen bequemen Sessel oder Stuhl anbieten. Ja doch, ja. Können wir besorgen. Nur lassen Sie uns rein. Der Versuch, einen professionellen Wächter des Örtchen-Sicherheitsdienstes zu bestechen, ist ein direkter Verstoß gegen den Unterparagraphen 13 in Abschnitt 5 des Strafgesetzbuches von Trickreich. Lassen Sie davon ab und verschwinden Sie. Oder Sie bereiten Ihre Hinterteile auf die Mutter aller Prügelstrafen vor. Also, verstehe ich das jetzt richtig, dass man sich erst eine Scholle nimmt, da dann reinfäkaliert, um sie dann die Toilette runterzuspülen? Oder wie funktioniert das hier? Ich verstehe das nicht so ganz. Also da tun mir aber die Fische tun mir dann echt leid, also. Hören Sie, wir wissen ja noch nicht mal, wann Ihre Schicht vorbei ist.
Könnten Sie nicht mal kurz rübergehen und auf die Uhr sehen? Sie werden sehen, Ihre Schicht ist vorbei. Ich kann doch meinen Posten nicht verlassen, nur um auf die Uhr zu sehen. Zivilstrafrecht, Abschnitt 8, unter... Aber wenn Sie auf die Uhr schauen und es ist wirklich Schollenspülzeit, dann hätten Sie Ihren Posten ja gar nicht wirklich verlassen. Weil Sie rein technisch gesehen ja schon gar nicht mehr im Dienst war. Stimmt's nicht? Könntest du das nochmal wiederholen? Für was für einen Idioten halten Sie mich eigentlich? Strafgesetzbuch von Trickreich, Abschnitt 5, Unterparagraf 25. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Uhr von Trickreich defekt, kaputt oder beschädigt ist, kann ein Wächter des örtlichen Sicherheitsdienstes auch durch den diensthabenden Abortkommandeur aus seiner Schicht entlassen werden. Der diensthabende Abortkommandeur weist sich durch seine violette Hautfarbe und grüne Brillengläser aus. Wachmann! Achtung! Ich löse Sie hiermit von der Wache ab! Weggetreten! Als professioneller Wächter des örtlichen Sicherheitsdienstes stehe ich täglich an vorderster Front dem Abschaum der Welt und dem niedrigsten Gesinde der Gesellschaft gegenüber. Also den normalen Bürgern. Es gibt keine Scharade, keinen Schwindel oder Betrug, den ich nicht schon gesehen, gehört oder gerochen hätte. Daher finde ich Ihre Abortkommandeursnummer peinlich durchschaubar. P.S. Jeder weitere Versuch, sich als Offizier des örtchen Sicherheitsdienstes auszugeben, ob vorgesetzt oder diensthabend oder was auch immer, wird zur sofortigen Hochgeschwindigkeitseinführung meiner Faust in Ihre Augenhöhle führen. Leutnant Block, Achtung, Rückzug! Mist. Okay, das heißt, wir kommen bei ihm erstmal nicht weiter, aber wir haben ja seine Telefonnummer, ne? Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Wir müssen jetzt gehen. Aber vorher wollte ich Sie noch wissen lassen, dass mit Ihnen zu reden so war, als hätte ich meinen Kopf gegen eine Betonmauer gerammt. Nur schlimmer. Vielen Dank, Bürger. Es war mir durchaus eine Freude, Ihre illegalen Absichten zu vereiteln. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in Jim's Gym. Jim's Gym! Das beste und einzige Fitnesscenter im Trickreich. Außerdem beliebte Landezone für Hundekacke. Ah ja, warum das wohl? Boah. Da ist eine Katze gewesen. Oh. Ach ja, das arme Tierchen. Darum läuft ein Fisch. Gefährlich aussehende Gymnastikausrüstung. Mehr körperlicher Eins als du jämmerlicher Wurm vorzogst. Einen Schritt weiter, du Wurm. Diese Maschine ist nur für Clubmitglieder. Du bist kaum würdig, sie anzuschauen. Ganz zu schweigen davon, ihren glänzenden Chrom zu berühren. Okay. Das ist meine persönliche Ausrüstung. Bring mich nicht dazu, dir wehtun's müssen. Okay, können wir Mitglieder werden? Hallo, ich bin Mark und das hier ist mein Freund Flax. Geht da schon her, mein Schießgewehr. Zwei spülerige Dachlatten haben sich aus Versehen in mein weltberühmtes Sportstudio verirrt. Ihr beide sucht bestimmt den Klamottenladen weiter unten auf der anderen Straßenseite. Ihr könnten gar nicht verföhnen. Draußen hängt der Schild. Kommt rein, Mädels, wir haben auch Kindergrößen. Oha, ist auch wieder super freundlich. Lassen Sie mich raten, Sie sind Jim? Oh, da schau her, da bin ich aber überrascht. In Ihrem kleinen Schimpansenkopf arbeitet ja wirklich ein winziges Hirnderl. Eigentlich hat sich die Entwicklung meiner Spezies schon vor langer Zeit von der Schimpansen abgespalten. Wir benutzten Werkzeuge, haben Gemüse gezüchtet und kleinere Säugetiere domestiziert, wie etwa Hunde. Aha! Während der Schimpansenmann Gemüse züchtet, habe ich mir Muskeln anzüchtet. Ich glaube, er hat keine Ahnung, wovon ich geredet habe. Genau! Ja, das fürchte ich auch. Also was ist denn so Großartiges an diesem Studio dran? Was ist an diesem Studio dran, fragt der dünne Mädelmann. Meine Technik hat hunderten Käufen, stärkere, weniger bedauernswerte Individuen zu werden. Natürlich ist kein Schüler meiner eigenen Kraft auch nur nahe gekommen.
natürlich. Aber alle meine Kunden sind, wenn sie aus dieser Tür marschieren, ohne weiteres in der Lage, schlappe Schwächlinge wie euch ins Hintertor zu treten. Wie beispielsweise dieser Seemann neulich. Ich hab ihn auf eine reine Spinat-Diät gesetzt. Den solltet ihr jetzt einmal sehen. Habe ich sogar, glaube ich. Was ist das für eine große Maschine da in der Ecke? Ihr steht vor der ultimativen Bodybuilding-Maschine, dem Pumpertron. Die macht garantiert auch aus dem schwächlichsten Loser einen kraftvollen Vertreter der Menschheit. Hey Mal, hör gut zu. Anscheinend gibt es für dich doch noch Hoffnung. Feucht geraten Sauerbraten. Die Maschinen sind nur für Clubmitglieder. Großartig, okay. Ich schätze, dann werden wir wohl einfach dem Club beitreten. Wieder feucht, du Floschenhaus. Mitglied wird man hier nur auf Einladung. Meine Einladung. Und wir sind nicht eingeladen. Gut gewusst, du Hühnerbrust. Das ist nicht gut. Wozu steht hier der ganze Turnkram rum? Das ist meine ganz persönliche Ausrüstung. Damit demonstriere ich meine Anmut und Geschicklichkeit. Wenn Sie mich fragen, sehen diese ganzen Stangen und Dingstars irgendwie gefährlich aus. Für einen ungeschickten Schlappenaffen wie dich? Ja. Aber für mich ist die ganze Übung so leicht wie das kleine Einmaleins. Sagen Sie mal, Jim, ich habe mich gefragt. Ach, wohl eher nicht. Was hast du dich gefragt? Sprich dich aus, du schlappe Maus. Naja, ich habe mich nur gefragt, ob Flachs und ich vielleicht mal Ihre Übungen sehen könnten. In Ordnung, Kameldung. Eine kurze Demonstration kann nicht schon. Oh Mann, ich kann's kaum erwarten. Ja, ja, zeig mal her jetzt. Wow, das war großartig. Sie könnten weltberühmt werden. Ich meine, jeder Zirkusbesitzer würde für so eine Hundenummer doch liebend gerne einen Mord begehen. Ja, ich weiß ja nicht. Ne? Also sein Oberkörper ist ja schon ziemlich gut trainiert, aber die Beine sehen ja doch sehr, sehr mickrig aus. Also da sollte er vielleicht noch mal dran arbeiten. Tja, langsam wird es Zeit für uns. Hey, wir müssen mehrere Monate hier verbracht haben, in Hundejahren gerechnet. Keine Klugscheißersprüche, Schlappnudel. Oder ich hab keine andere Wahl, als dich in einem Fettklumpen mit Zähnen zu zerschlagen. Na gut, also hier kommen wir auch erstmal nicht weiter. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich erstmal ganz gerne zurück zu dem ersten Dorf, bei König Nick. Da in die Taverne, weil da gab es ein Telefon. Und da würde ich gerne die zwei Nummern, die wir gekriegt haben, mal versuchen. Ich muss schon sagen, das ist schon echt gut gemacht hier. Ne? Also die Zeichnung, die Charaktere, die Synchronstimmen, die Musik. Das ist schon alles sehr, ja, ich finde es sehr passend. So, pass auf.